Leute, und Achtung, Triggerwarnung, ich bin ziemlich verschwitzt. Hier läuft quasi runter, aber es ist auch bullenwarm. Und ich habe jetzt hier angefangen, nach längerem Warten, weil ich ein paar Sachen brauchte. Hier diese Hauseinführungsadapter für zwei Wasserrohre. Eins geht zur Garage, eins geht zur Pumpe. Und hier habe ich jetzt angefangen, das Rohr irgendwie 10 cm mit Sand einzukoffern, umzudecken, damit da kein Stein die Rohre kaputt machen. Und jetzt fange ich an mit dünnen Schichten hier Erde. Mit dem Bagger habe ich jetzt erstmal viel Erde reingekippt. In dünnen Schichten drauf, ein bisschen festtrampeln, ein bisschen feststampfen, sodass ich so ab 40, 50, 60 cm, ich glaube ab 50 darf man, dann mit dem Rüttler drüber gehen kann und alles verdichten kann. Also direkt auf den Rohren sollte man nicht verdichten. Nicht mit Maschine. Ja, das zieht sich alles ein bisschen. Ihr seht das ja, das ist alles, wenn man alles selber macht, ganz schön eine Schweinearbeit. Vor allem bei dem Wetter. Weiter geht's. So Leute, wieder mal Kacke gebaut. Und zwar habe ich hier Schicht für Schicht die Rohre hier eingedeckt, immer so 5 cm ein paar Schaufeln drauf, festgelatscht. Ist jetzt relativ anstrengend. Also ab jetzt könnte ich dann, wie ihr seht, hier bin ich jetzt so, weiß ich, 40 cm. Jetzt würde ich auch langsam anfangen, dann Erde rauf und dann mit dem Rüttler das Ganze verdichten. Aber jetzt ist mir was aufgefallen, und zwar, als ich die Pläne gezeichnet habe, wo die Rohre liegen. Das jetzt habe ich ja alles ausgemessen, damit ich es nachher ganz genau finde, immer ab Oberkante fertig, nee, ab Oberkante Bodenplatte in den Boden gemessen, weiß ich jetzt genau, wo die Rohre sind. Jetzt habe ich hier diese beiden, die ihr seht, die hier einfach aufhören. Das sind die Leerrohre für meine Sohle-Sonden oder Erdwärmesonden. Und das Problem ist jetzt, die habe ich genau über dem Abwasser liegen. Das heißt, wenn ich mal später ein Problem im Abwasser habe, liegen diese Erdwärmesondenrohre drüber. Wäre kein Problem, aber ich kann sie ja nicht, da sie ja komplett verbuddelt sind und ich da dann wahrscheinlich immer nur ein kleines Stückchen aufbuddeln muss, kann ich die nicht verlegen, wegziehen, weil das relativ stabil ist. Das ist nicht wie so ein kleines blaues Wasserrohr, was man dann halt auch 2 Meter aufgräbt und dann kann man das ja ein bisschen zur Seite drücken. Ist auch nicht so schön, versuche ich auch ein bisschen zur Seite zu legen, aber diese Leerrohre für die Sonden, die kriege ich halt gar nicht weg. Deswegen werde ich die jetzt hier nochmal einkürzen. Das habe ich leider alles schon eingebuddelt hier. Das buddel ich heute alles nochmal auf und versetze die um ungefähr 30, 40 cm Richtung Haus, so dass ich neben dem Abwasser bin. Ja, Kacke. Ich hasse es, Sachen doppelt zu machen. Aber wer nicht denkt, der macht es zweimal. Wieder ein ätzender Tag vorbei, den ganzen Tag nur geregnet. Ich habe jetzt hier heute, seht ihr das, hier ist, kommt die Garage hin und hier habe ich jetzt einen Platz gemacht, ungefähr 7-8 Meter mal ungefähr 4-5 Meter für Stahl, das wird demnächst geliefert für die Bodenplatte. Und hier kann ich es überall nirgendwo brauchen, weil hier muss ein LKW stehen und ein Kran, deswegen muss ich hier auch noch hier Schotter hinmachen. Das ist aber erst in ein paar Wochen. Aber weil ich nicht weiß, wie lange ich mit dieser Platte brauche, möchte ich den Stahl irgendwo anders hinlegen. Da vorne, neben der Einfahrt, habe ich auch ein bisschen Platz gemacht, aber da werden die Bauteile vom Haus abgeladen. Deswegen kann ich das da auch nicht brauchen. Deswegen dieser Platz. Und dann habe ich heute vorne beim Abwasser und beim Haus an den Hausanschlüssen alles zugemacht wieder. Das
bisschen Sand drauf, ein bisschen verdichtet, so dass da kein Matsch entsteht. Ja, so dass das jetzt fertig ist von vorne. Hier hinten, ja, hier hinten habe ich den Graben jetzt noch offen, wie ihr seht. Da kommt nämlich noch die Fernwärme, wollte ich schon sagen, halt auf dem Band, dass ich da reinlege. Da steht Fernwärme drauf, das ist das Passendste, was ich gefunden habe. Aber in Wirklichkeit liegen da die Sondenrohre von der Wärmepumpe. Hier hinten werden die Löcher gebohrt für die beiden, für die Tiefenbohrung. Und ja, da soll die Rohre noch mit rein. Hier vorne seht ihr das da unten, das ist quasi das Leerrohr, das hier einmal ums Haus rumgeht, zack, hier, und hier ankommt. Das sind die beiden Leerrohre für die Wärmepumpe. Ja, ansonsten habe ich heute den wieder ausgebuddelt. Das ist für Strom noch. Etwas tiefer liegt der noch von der Telekommunikation. Das sind sie auch schon hierbei in der Nähe, hier Glasfaser zu legen. Und das hier ist Wasser und Strom, Starkstrom für die Garage. Da kommt zwar von hier hinten nachher nochmal Starkstrom direkt rüber in die Garage, quasi beim Haus mitgeplant. Aber ich will zwei Starkstromleitungen in der Garage haben, um eine eventuell zurückzuführen, falls ich da mal eine große Solaranlage aufs Dach, oder ich werde wahrscheinlich eine große Solaranlage aufs Dach machen. Und ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ob man, wenn die Strom liefern soll, ob man das dann einfach zurück ins Netz drücken kann, also quasi über die Versorgung. Und deswegen dachte ich, Mensch, legst du einfach zwei. Hat jetzt nur den Bund Kabel gekostet. Wasser lege ich sowieso hin. Also Kabel dazulegen, fertig. Ich habe es auch schon durch die Hauseinführung. Das sieht man jetzt nicht mehr. Aber durch die Hauseinführung sind die auch schon durch, die Schläuche. Und deswegen war das für mich jetzt das Einfachste. Ja, als nächstes kommt jetzt hier der Graben für das Streifenfundament. Das ist keine Frostschürze in dem Fall, sondern ist tatsächlich mit Bewehrung drin, lautstatiger. Ist nur 4x12 mm Stähle, aber das reicht wohl. Das ist ein richtiges Streifenfundament. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one.
jetzt nach einem ganzen Tag baggern, habe ich jetzt hier, wo fange ich an? Hier ist das Haus. Hier war ja das Abwasser. Das habe ich ja schon, da habe ich das Haus schon angeschlossen. Jetzt habe ich hier einen 21 Meter langen Graben zu der zukünftigen Garage. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt so drehe, weil wisst ihr wahrscheinlich nicht mehr, wo wir sind. Aber hier habe ich heute den ganzen Tag gebaggert, von heute Morgen. So, wenn man so aufsteht, wenn man frei hat. Hier, das ist das Streifenfundament. Das, die andere Seite, das ist natürlich ein Viereck, geht einmal hier komplett rum, Streifenfundament. 80 tief, 30 breit. Ich sehe, ich bin dreckig, na, aber damit müsst ihr leben. Und das hier sind die, das sieht ein bisschen krumm aus, aber da passt nachher gerade ein Rohr rein. Und zwar geht das von da hinten hier vorne an den Wasseranschluss zum Haus. Das ist einmal, ich will da hinten so eine kleine Lackierkabine oder Waschkabine, also eine kleine gefließte Trockenbauwand in der Ecke von der Garage, um da mal was lackieren zu können. Und ich habe einen Kumpel früher gehabt, Daniel F. Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob er da genannt werden möchte, aber der hatte sich in meiner Scheune ganz einfach so eine Lackiergabine gebaut, also echt mit Trockenbauwänden, dann einfach gefliest komplett mit ganz billigen weißen Fliesen. Entschuldigung, es brennt mir im Auge. Und hat dann Abluft eingebaut. Und dann war das eine super Lackiergabine. Mehr brauchst du nicht, wenn man mal eine Stoßstange oder irgendwas lackieren will. Und sowas möchte ich mir da auch bauen. Also wenigstens mein Auto reinpasst oder ein Kombi, sage ich jetzt mal. Aber sonst nicht viel. Aber dass man das da drin auch mal was waschen könnte. Was zum Beispiel, jetzt, wo man jetzt nicht unbedingt extra wegfahren möchte. Naja, auf jeden Fall. Hier kommt ein Abwasser hin. Ganz da vorne an die Ecke kommt noch Abwasser. Und dann hier direkt in der Ecke von der Garage kommt auch noch, ich muss mir mal was aus dem Auge wischen, das brennt. Da kommt auch noch natürlich Abwasser hin, weil hier kommt noch so ein kleines Bad. Da kommt eine Toilette rein und ein Waschbecken und auch so ein Waschplatz, wo man auch mal Teile waschen kann. Ja, das kommt hier in die Ecke. Die Ecke, also das ist der... Das hier ist ja die... Na, das ist total schwierig. Hier, nee, so. Das hier ist auf jeden Fall das Streifenfundament. Und zwischen dem Waschplatz und dem äußeren Wand kommt noch ein kleiner Lagerraum. Seht ihr dann. Alles nicht so wichtig. Jetzt bin ich auf jeden Fall fertig. Hab keine Lust mehr. Man sieht sich.